Okay, Funktionen interpretieren. Ich habe hier eine Funktion aufgezeichnet. Wir sind nur so händisch. Ich wollte die erste Ableitung und die zweite Ableitung auch anschauen. Was schaut man sich an, wenn man eine Funktion anschaut? Ja, ob die stetig ist und so weiter. Wir suchen zum Beispiel auch Nullstellen. Also in diesem Fall haben wir eine Nullstelle hier. Das ist so etwas, was wichtig ist. Aber wir wollen auch zum Beispiel Maximum und Maxima und Minimum auch anschauen. Und vielleicht, ob es monoton steigend ist und so weiter. Und ein Maximum ist ja, da ist ja noch steigend, monoton steigend. Hier ist ja die, da ist ja die Steigung positiv. Da, hier ist ja die Steigung 0. Dann ist die Steigung negativ. Hier ist die Steigung wieder 0. Sozusagen die Tangente hat eine Steigung 0. Und hier ist wieder positiv. Und die Ableitung ist ja genau das, okay, wie benimmt sich die Steigung sozusagen in allen möglichen Punkten der Funktion. Hier und hier haben wir gesehen, da ist die Steigung, da ist die Steigung 0. Da hat also die erste Ableitung hat hier 0 Stellen. Dort und dort. Hier davor ist die Steigung positiv. Das heißt viel positiv und dann geht es ja Richtung 0 sozusagen. So geht irgendwie so vielleicht. Hier wird die Steigung, hat die Steigung einen negativen Wert. Wir befinden uns also auf der negativen Seite. Da ist negativ bis zur nächsten Nullstelle und dann ist es wieder positiv. Also auf der negativen Seite der Y-Achse. Und dann wieder positiv. Und dann ist dann positiv und hat einen größeren und größeren Wert. Gut, und gerade haben wir gesehen, dass okay, hier, also erst einmal kann man sagen, okay, hier, hier wird ja die Ableitung immer weniger, also kleiner und kleineren Wert. Und hier wendet es sozusagen, da bekommt er die Ableitung, also die Steigung wird ein bisschen weniger klein sozusagen. Und da, wo es sozusagen sich ändert, von mehr klein zu werden, zu bisschen größer zu werden, also so, also das ist der, sozusagen der Wendepunkt, nennt man das, der Wendepunkt. Und da hat er die erste Ableitung eine Nullstelle. Nicht eine Nullstelle, da hat ein Minimum in diesem Fall. Minimum. Und da ist dann die zweite Ableitung, hat dann den Wert 0. Weil die zweite Ableitung zeigt etwas darüber hinaus, wie benimmt sich die erste Ableitung, die Steigung. Und hier beim Maximum hier hat die Ableitung erst einmal einen positiven Wert, aber es wird immer weniger und weniger. Bis 0 ist die Steigung und dann negativ. Das bedeutet, dass es wird weniger die ganze Zeit die Steigung. Vom positiv 0 negativ. Und das bedeutet, dass die zweite Ableitung da einen negativen Wert hat. Also auf links von dieser von dieser Wendepunkt. Kann man auch sehen hier, wenn man die erste Ableitung gezeichnet hat, dass die Steigung negativ ist. Und umgekehrt hier. Hier wird die, ist die Steigung negativ, wird 0 und wird positiv. Es wird immer größer. Es hat also einen positiven Wert, einen positiven Trend sozusagen. Und dann hat auch die zweite Ableitung hier einen positiven Wert. So, hier hat die zweite Ableitung ist positiv und hier ist die zweite Ableitung negativ. Und das bedeutet, so viel, ich werde eine andere Farbe. Das ist die zweite Ableitung. So viel, dass wenn wir ein Maximum oder Minimum gefunden haben, also dort, wo die erste Ableitung 0 ist, weil die Tangente 0 ist, dann können wir zum Beispiel auch die zweite Ableitung berechnen. Und wenn die zweite Ableitung für dort einen negativen Wert hat, dann haben wir ein Maximum. Das ist ein Maximum. Gilt ja nur für diesen Punkt, aber es hat ja einen negativen Wert. Hier und hier und hier auch, aber wir untersuchen ja gerade dort, wo die erste Ableitung eine Nullstelle hatte. Und umgekehrt, wenn wir ein Minimum haben,
Minimum, dann hat der zweite Ableitung einen positiven Wert. Und so kann man sozusagen das ist ein lokales Maximum, also ein Hochpunkt oder Minimum, Tiefpunkt, untersuchen, mit Hilfe auch von der zweiten Ableitung.